Einblick. Viel Spaß. Also, anfangen wollen wir immer mit dem Design. Das Sony Xperia Z5 Premium ist wie all seine Vorgänger ein sehr kantiges Gerät. Zudem ist es mit 180 Gramm auch nicht gerade sehr leicht, das liegt aber daran, dass wir hier einen Metallrahmen und auf der Vorder- und Rückseite Glas verbaut haben. Durch diese kantige Bauweise schmiegt es sich leider nicht ganz so gut in die Hand, fühlt sich dank der enorm guten Verarbeitung und den hochwertigen Materialien aber trotzdem sehr, sehr gut an. Da die Rückseite, wie ja schon angesprochen, aus Glas ist, ist sie wirklich ein ziemlicher Fingerabdruckmagnet, was schon nach kurzer Benutzung nicht mehr so gut aussieht, weil halt überall Fingerabdrücke drauf sind. Trotzdem ist es vom Design meiner Meinung nach wirklich gut. Also, kommen wir jetzt zu den Specs des Sony Xperia Z5 Premium. Das Herzstück ist ein 5,5 Zoll 4K Display. Das heißt also, dass wir hier eine Auflösung von 2160 x 3840 Pixel finden, was zu einer unglaublichen PPI von 806 führt. Was ich allerdings ziemlich schade finde, ist, dass das Betriebssystem Android 5.1 Lollipop nur in 1080p gerendert und dann auf 4K hochskaliert wurde. Das tut dem Ganzen aber trotzdem keinerlei Abbruch, denn das ganze Display ist immer noch megamäßig scharf, was gerade sehr gut rüberkommt, wenn man zum Beispiel 4K YouTube-Videos schaut. Und dazu kommen dann noch diese knackigen Kontraste, knalligen Farben, die exzellente Helligkeit und die wirklich brillanten Blickwinkel. Einfach nur gut. Gepowert wird das Ganze von einem Qualcomm Snapdragon 810 in der zweiten Generation, der denn ja keine Hitzeprobleme mehr haben soll, in Kombination mit einer Adreno 430 GPU und 3 GB Arbeitsspeicher. Dazu kommen dann noch 32 GB interner Speicher, der auf bis zu 200 GB erweitert werden kann, ein riesiger 3430 mAh Akku, wie lange der bei der enormen Displayauflösung allerdings halten wird, wird sich zeigen. Die Frontkamera hat dann einen 5-Megapixel Sensor, der für eine Frontkamera wirklich gute Bilder macht, die Rückkamera hingegen hat 23 Megapixel und deren Bilder sehen auf den ersten Blick wirklich einfach gut aus. Farben, Helligkeit, Schärfe und Kontraste stimmen wirklich und vor allem die Lowlight-Bilder sind wirklich echt gut. Und nun noch kurz der letzte wichtige Punkt, der Preis. Das Xperia Z5 Premium aus dem Hause Sony wird voraussichtlich noch dieses Jahr rauskommen und dann so um die 799 € kosten. So, dann war's das damit jetzt aber auch wieder mit diesem kurzen Hands-on. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Falls es so war...